Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Tja, wie in Splatoon schon gesagt, ich weiß nicht, ob sich überhaupt noch jemand für dieses Spiel interessiert. Ah nee, da habe ich das wegen Splatoon gesagt. Ich wusste nämlich, ich habe nämlich da gesagt, ich weiß nicht, ob sich noch jemand für Splatoon interessiert. Ist aber auch egal. Kurz um das zu erklären, ich will das hier vollständig haben. Beziehungsweise, was heißt vollständig? Egal. Ich lese erstmal vor, dann erkläre ich gleich alles. Tut mir leid, ich habe leider gerade gar keine Zeit für einen Plausch. Ich muss einen Weg finden, meine Stadt zu retten. Seit dieses Ungeheuer hier einfiel, ist meine Stadt im Chaos versunken. Dann war er auch noch so dreist, in der gesamten Stadt Ankündigungen für seine Hochzeit anzubringen. Wie geschmacklos. Ja, aber sowas von. Also, wie gesagt, ich will das hier nur zur Vollständigkeit haben, deshalb nehme ich das auf. Und weil es mir actually auch ziemlich Spaß macht. So, und jetzt wegen, Vollständigkeit ist nicht so richtig. Es ist eigentlich so, dass ich denke, es wird ja sowieso jeder mitbekommen haben, der meinen Kanal irgendwie halbwegs viel verfolgt. Dass es ein kleines Problem bei den Videos gab und dass ich dann die Videos nicht mal hochladen konnte. Dass sie einfach quasi weg waren. Tja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Aber so ist es nun mal. Ich mach's trotzdem fertig hier. Das Let's Play. Also, lasst uns jetzt nicht weiter rumlabern, sondern einfach mal ein bisschen spielen. Hallo? Oh. Ich glaube, ich verliere Leben, wenn ich jetzt nochmal getroffen werde. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie man sich heilen konnte. War es mit Herzen? Gab es hier Herzen? Ich glaube schon, ne? Naja. Damit sind wir auf jeden Fall fertig. Würde ich mal sagen. Und ja, hier gibt es jetzt eigentlich nicht mehr wirklich was. Was ich machen könnte mit dem Panzer. Deshalb lasse ich es einfach mal. Moment. Nein, lass mal. Komm. So, ganz genau. Was? Wie kann ich darüber? Hä? Ach so. Einen Moment, das will ich jetzt kurz herausfinden. Actually kann man hier doch mehr noch mit dem Panzer machen, glaube ich. Ja, nee, doch nicht. Dieses Schild ist total geschmacklos. Welches genau? Crappy? Cappy? Ja, ganz genau so geht das. Aber Moment mal, die Läden hier haben auf. Sehe ich das richtig? Alles klar. Ja, den nehmen wir direkt mal mit. Komm. Ein Powermond. Ein Mond für dich. Okay. Ich sehe hier aber gerade, dass ich schon ziemlich viel Zeit damit verschwendet habe, hier einfach rumzugammeln und zu erklären und so. Das heißt, ich gehe jetzt ganz schnell da oben hin, bevor die Folge gleich endet, ohne dass ich überhaupt oben beim Boss gewesen bin. Den killen wir direkt. So, sehr gut. Jetzt habe ich zwar nicht geschaut, was da in diesen Fragezeichenblöcken drin war, aber ist eigentlich auch komplett egal. Wird schon nichts Wichtiges gewesen sein, ne? Im Innern eines Stahlträgers.
eines Stahlträgers, das heißt, es gibt noch mehr, oder wie kann ich das jetzt verstehen? Oh, cool. Was? Ich dachte, ich war getroffen worden. Alles klar. Ja, sammeln wir mal nicht ein. Vielleicht brauchen wir es ja, ja. Was? Was habe ich gerade gelabert? Vielleicht brauchen wir es ja. Das Herz. Falls ich hier noch irgendwie rumfade. Aber nee. Ach was, Cappy. Wir können die Treppe benutzen, um nach oben zu kommen. Oh mein Gott. Also bitte. So sehr müssten die Spiele aber dann doch nicht an die Hand genommen werden. Ich meine, ist ja schön, wenn etwas erklärt wird, aber bitte. Nee. Komm. So, sehr gut. Gibt's hier draußen noch was? Oh ja. Sehr schön. Und hier kann man jetzt rein und kommt dann nach oben, oder wie verstehe ich das? Okay. Ist ehrlich gesagt ein komisches Gebäude, aber ist ja auch nur ein Mario-Spiel. Moment mal. Da drüben sind lila Coins. Was genau? Oh. Also wenn ich mich jetzt von den, ne, down kriegen lasse, dann wäre das echt bitter. So, sehr gut. Müssen wir die einfach mit Cappy einsammeln? Ja, anscheinend. Sehr, sehr schön. Oh, richtig gut gemacht, wollte ich sagen. Aber irgendwie habe ich dann doch noch gefailt. Also das wäre jetzt krass lächerlich, wenn ich mich von den Down kriegen lasse. Um es nochmal gesagt zu haben. Also bitte. Ne? Bitte nicht. So. Komm, geh hoch. Oh, Moment. Ja. Sehr gut. Schneller nach oben. Let's go. Außerdem brauche ich mal wieder ein Herz, weil dann, also sonst werde ich wahrscheinlich nicht wirklich lange beim Endgegner, was heißt Endgegner, halt beim Boss durchhalten. Oh. Oh mein Gott. Ja, sehr gut. Hm. Kein Herz irgendwie. Haben die Entwickler denn gar kein Herz? Lel. Irgendwie nicht, ne. Na, weg damit. Sehr gut. Nein, oh, 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 oh. Also, es ist echt traurig, wenn man vor solchen Lappengegnern Angst haben muss. Okay, perfekt. Danke sehr. Jetzt können wir aber ganz schnell nach oben gehen. Oder? Ist hier noch was? Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe mal nicht. Ja, das dachte ich mir auch gerade, Cappy. Das dachte ich mir auch gerade. Ein Freund von mir ist da hoch und nicht mehr zurückgekommen. Oh oh. Dann helfen wir ihm direkt mal. Okay, jetzt aber. Ach so, er chillt hier einen rum, oder was? Ah, ist vielleicht auch so. Okay, was geht hier ab? Was machst du hier oben? Hat er den Turm zerstört? Ernsthaft? Ja, komm. Heul nicht rum. Was? Was soll das denn?
Mario wird das auf keinen Fall über... Alles klar. Nintendo-Logik mal wieder. Nee, war schon klar, dass Mario das überleben wird, aber... Ne? Wollte einen kleinen Gag bringen. Wäre auch ein bisschen unfair, wenn man da nichts gegen machen könnte. Ach so. Ich weiß schon ganz genau, wieso die hier respawnen. Und zwar, weil wir ihn ausschalten müssen mit dem Panzer. Oh. Komm. Zack. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehr gut. Perfekt. Okay, ein Trimmer draufballern oder was? Okay. Sehr gut. Aha. Nee, Alter. Keine Chance. Wo ist das? Aha. Irgendwie scheint mir der Boss ziemlich leicht zu sein. Aber er legt bestimmt noch eine Schippe drauf. Bestimmt. Also ich hoffe es mal, ne? Nintendo. Nicht schon... Oh mein Gott. Okay, erst so meinen, ja, der ist mega einfach. Und dann einfach so ein Shit hier bringen. Ist ein bisschen peinlich. Oh. Oh, okay, okay. Ne? Perfekt. Ernsthaft, man kriegt Herzen. Ist das euer Ernst? Ist das euer verdammter Ernst? Das ist so verdammt lächerlich. Ich meine, jetzt ist der Gegner wirklich lächerlich schwach geworden. Nein. Naja, ist wirklich einfach. Auch wenn ich hier, auch wenn ich mich hier gerade ein bisschen dumm anstelle. Ich meine, wenn man sich dumm anstellt, sollte man eigentlich failen bei einem Boss. So sollte das sein, finde ich. Und nicht, dass man dann 1000 Chancen bekommt mit 140 Herzen oder so. So, zack. Oh mein Gott. So, so, so und so. Moment mal, ne. War's das jetzt schon? Ernsthaft? Okay, das ist echt lächerlich. Sorry, aber ne. Und ich habe so das Gefühl, dass ich echt einen miserablen Job gemacht habe hier in der Folge. Sorry, falls ich nicht so gesprächsfreudig war. Aber kann man nichts machen, ne? Kann man echt nichts machen. Splatoon gestern ist schon nicht so gut verlaufen. Ah. Schade. Aber egal. 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 Im nächsten Video kann ich es auf jeden Fall besser machen. Wir sind dieses grauenhafte Käferdings los. Und das Wetter ist wieder schön. Leider scheint Bowser in dem Aufruhr entkommen zu sein. Wir sollten uns an seine Fersen heften. Wir haben noch nicht genug Monde. Gehen wir doch noch welche in der City suchen. In der City, Junge. Oh ja. Ich hatte... Ach so. Ach, das war das? Okay. Da waren wir schon, oder? Ja, da waren wir schon. Da waren wir schon. Ich hatte nämlich irgendwie das Gefühl, dass da an der Seite noch was ist. Aber anscheinend, habe ich einfach nur daran gedacht und dachte halt noch, dass da lilane Münzen wären oder so. Aber, nee. Okay, jetzt werden wir erstmal ein bisschen erkunden. Komm, ich mach das mal. Beschleunigen und so steuern. Okay. Hallo?
Sehr gut. Perfekt. Danke sehr. Reicht schon. Die City scheint mir übrigens sehr nice zu sein. Also zumindest hat es sehr viel Potenzial. Ich hoffe, Nintendo hat auch was daraus gemacht. Das hoffe ich wirklich. Alter, hier kann man so nice Sachen machen. Einfach so nice Verstecke und so. Das habe ich noch nicht wirklich verstanden, diese Subräume. Wieso sind die nicht irgendwie so in diesem Thema gehalten? In diesem Thema Stadt? Oder meinetwegen auch in der vorherigen Welt in Thema Wald oder so? Also diesen Subraum, diesen riesigen mit dem versteckten Wald, der war echt nice. Und der Mond ist lächerlich. Also wirklich lächerlich. Fast schon eine Frechheit, um ehrlich zu sein. Ich meine, come on, den sieht man doch. Denk mal ein bisschen nach. Wäre das jetzt so abgeschirmt gewesen und der Mond wäre da drunter gewesen. Was soll das denn, Junge? Und der Mond wäre irgendwie unter so einer Plattform gewesen. Dann hätte ich es noch verstehen können. So, die komplette Ebene von hier hinten, also von hier bis halt da hinten, wisst schon, in die andere Ecke, so eine Plattform und dann einfach nur an einer Seite offen, zum Beispiel. Oder dass da so ein winziger Vorsprung ist und der Spieler muss sich dann so denken, ja, was ist denn da? Kann da vielleicht was sein? Und sieht dann so, ja, auf jeden Fall stirbt man da nicht. Da sollte ich vielleicht mal nachschauen. Das wäre nice gewesen. Aber so, nee. Ist eigentlich schon wieder geschenkt. Aber komm. Ich höre mal auf rumzuheulen. Es werden noch ziemlich nice Monde kommen. Hoffe ich zumindest, ne? Hoffe ich zumindest. War das hier, wo wir hergegangen sind? Ja, ne? War das hier abgesperrt? Kann sein, ne? Was ich sag dir. Was sagst du mir? Hallo? Was? Du bist nicht von hier, kann das sein? Du bist nämlich der Erste überhaupt, der sich neben mich setzt. Diese Stadt ist ganz schön einsam. Danke für deine Freundlichkeit. Nimm das hier als kleines Dankeschön. Das meine ich. Genau solche Monde meine ich. Das ist echt nice. Kein Ding, Bro. Kein Ding. Also echt no joke. Well done, Nintendo. Bitte mehr von solchen Monden. Weil sowas feiere ich halt extrem, wo man so ein bisschen nachdenken muss. Weißt? Okay. Das Casino-Spielchen. Das kann ich echt gut. Und dieses Mal mit 4 Stück. Eine Runde Jackpot. Ja, komm, spielen wir. Von hier muss ich das machen, ne? Okay, ein Herz. Also ein Maxi-Herz. Okay. Hat mir erst 10 Münzen wieder eingebracht? Ich glaube schon, also kommt es aufs gleiche raus. Also direkt nach dem Herz. Okay, perfekt. Jawoll. Easy. Gib her. Also wer Jackpot, also, ne, so Slot. Wäre das so im echten Leben mit den Slot-Machines, dann würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen zocken. Also wenn ich älter werde, würde ich dann ein bisschen zocken. Weil das würde ich dann ziemlich gut können. Aber wahrscheinlich würde dann
würde dann halt der Speed erhöht werden, damit es halt nicht zu einfach ist, damit nicht jeder dahergelaufene Trottel das gewinnen kann. Und wird es wahrscheinlich auch wieder unfair werden. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Moment mal. Moment mal. Was ist da hinten? Erreicht man das, wenn man von oben runterspringt? Ich weiß es nicht. Dachkonzerte sind genial. Schade nur, dass mich hier niemand hören kann. Weißt du, ich kann das. Und vielleicht kann ich ja ein Publikum engagieren, ne? Brauchst mir nur ein bisschen Kohle zu drücken. Komm. Bei 1 Million wäre ich dabei. Hä? 1 Million? Ist fair? Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht. Moment mal. Ganz kurz noch. Ich weiß gar nicht, wie viel man überhaupt dafür bekommt, so als Manager. Das würde mich mal interessieren. Das schaue ich vielleicht auch mal nach. Wahrscheinlich nicht, weil ich zu faul bin. Aber egal. Auf jeden Fall, lasst uns herausfinden, in der nächsten Folge meine ich jetzt, ob man da hinten hinkommt, wenn man von ganz oben runterspringt. Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich das anstellen werde. Wahrscheinlich mit so einem Hechtsprung. Aber ich habe irgendwie von so einem gesehen, wo man dann so richtig schnell wird. Oder was war das? War das vielleicht diese Rolle? Keine Ahnung. Bevor jetzt die Folge noch länger wird, als sie sowieso schon ist und sein sollte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Freedom life.